So, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 3 und wir haben es endlich geschafft. Wir sind in der Wüste angekommen und ich will jetzt gar nicht groß drum herum reden. Ich bin froh, endlich hier zu sein und doch, ich will noch kurz drum herum reden. Und zwar, wir befinden uns jetzt hier in Varant, wir sehen es schon und unser erstes Ziel wird natürlich Braga sein, das Tor zur Wüste. Wir stehen ja schon fast drin und ich möchte dann, weil es sich einfach anbietet, diese schöne Runde gehen hier über Benerai, Lago, Benzala, Bakaresh und über Al-Shadim, was sich hier unten nicht beschriftet befindet, nach Morasul und irgendwann später vielleicht mal nach Ishtar. Interessiert uns jetzt erstmal aber nicht. Ja, und damit können wir eigentlich auch schon beginnen. Unser Freund der Abbas hatte uns ja in der letzten Aufnahmesession schon direkt angequatscht hier, dass wir nicht an ihm vorbeigehen sollen und deswegen werden wir das auch nicht tun, sondern werden ihn direkt in ein Gespräch verwickeln. Bitte sehr, Abbas. Ich grüße dich, Reisender. Willkommen in Varant, der großen Wüste. Du wirst durstig sein. Hier, trink einen Schluck kühles Wasser. Ach, danke dir, danke dir. Erzähl mir über die Wüste. Die Wüste ist ein gefährlicher Ort. Ohne Wasser wirst du nicht weit kommen. Abseits der Wege lauern Nomaden und wilde Tiere. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Also, wenn du in die Wildnis ziehst, besorg dir eine anständige Waffe. Und natürlich musst du immer genug Wasser dabei haben. Wir Assassinen leben in den Städten. Dort bist du sicher. Diese bösen Nomaden, die sind ja eigentlich wie wilde Tiere. Die überfallen alle, die ihnen in den Weg kommen und rauben sie bis auf die Knochen aus. So sind wir Nomaden eben. Wo bekomme ich eine Waffe her? Folge dem Weg. Er führt dich direkt nach Braga. Es ist zwar nur ein kleines Dorf, aber du kannst es nicht verfehlen. Dort wirst du alles bekommen, was du brauchst. Natürlich gibt es dort nicht so frisches Wasser wie bei mir. Schon klar. Natürlich nicht. Bei dir ist das Wasser immer am frischsten, mein Freund. Mein Wasser ist immer frischer als das der anderen. Erzähl mir von eurem Volk. Wir Assassinen sind ein bescheidenes Volk, geknechtet von Innos sengendem Fluch. Die unbarmherzige Sonne lässt nicht zu, dass in diesem Land viel wächst. Man kann sagen, dass wir von der Hand in den Mund leben. So? Natürlich gibt es die ein oder andere Annehmlichkeit, aber die sind Zuben und seinen Schwarzmagiern vorbehalten. Klar, die Assassinen, die leben so schlecht, aber wollen wir erstmal fragen, wer ist denn Zuben eigentlich? Wer ist Zuben? Zuben ist unser großer Anführer. Er ist uralt und verfügt über die Macht Belias. Wir zollen ihm Tribut und er hält Belias zornigen Blick von uns fern. Und seine Krieger und Schwarzmagier schützen uns vor den Nomaden. Tribut? Gold und kostbare Güter. Wir bezahlen, auf dass uns kein Unheil widerfährt. Verstehe. Ja, ja, dumm muss man sein. Gut, wollen wir mal schauen, was er so hat. Zeig mir deine Ware. Wahrscheinlich nichts Nützliches, genau wie ich es mir dachte. Aber ist schon mal gut zu wissen, dass man hier 6000 Goldstücke, das können wir eigentlich gleich mal machen, durch Verkauf von irgendwelchem Zeug erwerben kann. Ich weiß nicht, ob wir das Paladin-Schwert verkaufen sollen. Ich lasse es mal lieber da. Man weiß ja nie so recht. Ja, den Rest, den können wir eigentlich ungesehen abdrücken hier. Brauchen wir alles nicht. Ich will keinen Bogen haben. Beziehungsweise, naja, vielleicht die Pfeile. Lassen wir die Pfeile, nein, nicht die Bolzen, die Klingenbolzen. Da habe ich auch Pfeile irgendwo. Feuerpfeile, Kopfnuss und normale Pfeile. Habe ich nicht. Oder die sind ja nicht mit ausgewählt, weil die schon ausgerüstet sind. Deswegen, genau, können wir eigentlich alles, wie gesagt, ungesehen abdrücken hier an unseren Freund. Lalala. So, hier mache ich aber mal das Ganze so, damit wir wenigstens eine behalten. Eine Spitzhacke. Oh, wir sind etwas drüber übers Limit. Na gut, dann wollen wir mal die teuersten Sachen wieder einsacken. Dann kriegst du das halt nicht hier. Haben wir noch irgendwas wirklich Teures? Ja, Knochenbogen. Vielleicht die dann auch nicht gerade. Ja, ich steck mal die ganzen Pfeile wieder weg. Vielleicht braucht man die ja doch mal, ne? So, oh, hier, Magierstab. Genau, das ist doch... Hui. 3700, meine Güte. Sorry, wenn es jetzt ein bisschen langweilig... Oh, jetzt habe ich den wieder reingedrückt. Na, super. Sorry, wenn das jetzt ein bisschen langweilig ist, aber man muss ja auch mal so ein bisschen haushalten mit seinen Reichtümern hier. Ach komm, wir machen es jetzt mal so und so und dann reicht es immer noch nicht. Ja. Wie mache ich es denn am besten? Ich weiß es nicht.
Jetzt haben wir hier noch Knüppel. Ein Knüppel. So, so. Jetzt vielleicht noch was für 300. Hatte ich hier nicht gerade noch was? Na sag mal, bin ich denn zu blöd hier ein bisschen zu verkaufen? Und da noch eine weg und noch eine. Ja komm, das passt jetzt. Goldausgleich, verkaufen. Wie man sich mit sinnlosem Scheiß die Zeit vertreiben kann. Gut, geht's weiter. Jetzt lernen wir Braga kennen. Ich muss arbeiten. Und wir sehen schon, auch hier gibt es Sklaven. Denn unsere Freunde, die Assassinen... Hast du zu viel Zeit? Jawohl, das habe ich, sonst würde ich nicht let's playen. Denn unsere Freunde, die Assassinen, die halten nicht viel von Menschenrechten, die versklaven gern mal Leute. Das müssen wir einfach mal so hinnehmen. So, ich sammle mal nebenbei noch mit, ne? Spielen wir ein bisschen Kräuterhexe, solange hier noch die Möglichkeit dazu besteht. Wir sehen schon, davon sieht es mit Vegetation etwas schlechter aus. Huch. Na, was denn hier und so? Kleine Felsnessel. Okay, ansonsten ist hier keiner mit Namen. Das heißt, wir gehen jetzt nach Braga und wer jetzt irgendeine übelste reiche Stadt erwartet, der wird ein bisschen enttäuscht, denn Braga ist dieses Drecksnest hier von, das in diese kleine Mauern, in diese kleine Ansammlung von Mini-Mauern, die schon übelst bröcklig sind, reinpasst. Ne? Du solltest mich besser nicht stören. Ja, ja. Das ist Braga, meine lieben Freunde, und hier finden wir einen wieder, den wir schon getroffen haben in diesem Spiel. Und zwar unseren Freund drüben, Diego. Hey Diego, wie sieht's aus? Ich hab mich mal umgehört. So wie es aussieht, ist Zuben immer noch der unumstrittene Herrscher der Wüste. Zuben. Vielleicht sollte ich ihm einen Besuch abstatten. Das wird nicht ganz so einfach. Zuben sitzt in seinem Palast in Ishtar. Und da werden sie dich erst reinlassen, wenn sie sicher sind, dass du ein Freund der Assassinen bist. Also, was ist zu tun? Du wirst einiges für die Assassinen erledigen müssen. Aber so wie es aussieht, gibt's auch einiges zu tun. Am besten, du stellst dich mit den Schwarzmagiern gut. Sie haben den größten Einfluss. So sieht's aus, das werden wir auch tun. Es gibt wirklich viel zu tun, aber erstmal wollen wir natürlich wissen, was Diego hier eigentlich treibt. Was machst du hier in Braga? Ich wollte eine Runde jagen gehen. Luca sagt, hier gibt's ein paar dunkle Snapper. Ihr Leder eignet sich für die Herstellung von Rüstungen. Wenn du Lust hast, gehen wir zusammen. Das werden wir gleich tun. Erstmal möchte ich hier meine Runde machen in Braga. Und weil es mir gerade einfällt, weil Diego es erwähnt hat, nochmal kurz die Karte. Also wir werden hier die Runde gehen. Ne? Diese Städte können wir alle betreten. Und Ishtar kann man tatsächlich erst betreten, wenn man einen Ruf von 75% bei der Gruppe der Assassinen hat. Moment, wo haben wir das? Hier. Hier haben wir unsere Ruflisten. Und wir sehen, bei der Assassinen haben wir einen Ruf von 5 momentan. Das kann schwierig werden und ich weiß auch, dass das schwierig wird, die 75% zusammenzukriegen. Ich möchte es aber natürlich der Vollständigkeit halber machen, denn das wäre ja doof, wenn wir eine ganze Stadt auslassen würden, nur weil ich jetzt keine Nomaden töten möchte. Nein, Nomaden will ich auch nicht töten, aber an den Wassermagiern werde ich mich wohl vergreifen müssen. Mal kurz zu meiner Planung. Ich bin natürlich ein Freund der Nomaden und Wassermagier. Deswegen will ich die grundsätzlich unterstützen, aber da wir keine 75% an Ruf zusammenkriegen für die Assassinen, ohne irgendwelche Wassermagier anzugreifen, werden wir wohl den einen oder anderen mal so mit um die Ecke bringen müssen. Und da werde ich mir dann die, die ich am wenigsten leiden kann, sowas wie Saturas oder so, mal rauspicken und dann mal mit umbringen. Oder auch Kronos, die kann ich einfach nicht leiden, die beiden. Die werden dann dran glauben müssen und mal sehen, wie weit wir ansonsten kommen. Ich werde so viele wie möglich verschonen natürlich, aber wir wollen auch nach Ishtar, vor allem auch, weil wir nur dort den Doppelschwertkampf 2 lernen können. Vorher werden wir schon hier in Bensala die 1 lernen, aber die 2 gibt es nur in Ishtar. Soviel zu meiner Planung. Und dann wollen wir uns mal kurz hier mit den kleinen Assassinen unterhalten, die hier sonst noch so rumspringen, bevor wir dann hier zum Obermotz in dieser Stadt kommen. Das ist Nafalem. Ich will es ja gar nicht als Stadt bezeichnen. Willkommen, Reisender. Willkommen. Ich weiß, warum du hier bist und bei mir bist du genau richtig. Ach ja? Du bist gekommen, um eine hervorragende Waffe zu kaufen. Und selbst wenn nicht, ich habe noch mehr Waren im Angebot. Wirf doch mal einen Blick darauf. Waffe klingt eigentlich gut, finde ich. Zeig mir deine Ware. Also das sind ja hauptsächlich Händler natürlich, die hier rumspringen und wir könnten eigentlich mal gucken. Ah, 40.000 ist natürlich ganz schön viel. Ist natürlich ganz schön happig.
Aber es ist schon mal interessant hier, 21.000 Gold hat er so schon von sich aus. Das heißt, wir können da mal ein bisschen Zeug verticken, wenn wir irgendwas kriegen. Ja, hat unglaublich viele Waffen auch. Ein Assassinenschwert. Nee, hier sind hauptsächlich Assassinen unterwegs und ich denke, es wäre ganz ratsam, wenn wir uns so eine Assassinenrüstung zulegen würden. Ganz einfach, weil wir ja hier... Das werde ich dir erst verkaufen, wenn du deinen Wert bewiesen hast. Oh, doof. Weil wir hier ja viel unter Assassinen uns bewegen werden, deswegen wäre das wahrscheinlich ganz schlau, aber ich will mir jetzt ehrlich gesagt nicht die leichte kaufen, weil die auch nicht mehr Schutz bietet als unsere Orksöldner-Rüstung, die wir eigentlich mal anlegen müssten. Denn es sieht irgendwie nicht so aus, als ob wir die tragen momentan. Weiß ich nicht, muss ich gleich nochmal gucken. Also hier werde ich so lange mit der Orksöldner-Rüstung rumlaufen, bis wir dann die 40% Ruf haben und uns dann hier die Assassinen-Rüstung leisten können. Gut, ansonsten verticken wir mal noch den Rest, was ich ja vorhin schon vorhatte. Da hätte ich mir dieses ganze Rumjonglieren sparen können. Gut, was haben wir noch? Schilde. Siehste, ich trage die gar nicht momentan, dachte ich mir doch. Paladin-Schild, warum trage ich den eigentlich nicht? Ach, weil ich die starke Schildparade dazu können müsste. Genau, da fällt mir noch ein, meine Skillplanung, meine weitere. Ich verkaufe derweil mal, während ich erzähle. Ich möchte jetzt ein bisschen auf Jagdfähigkeiten skillen. Ganz einfach, weil ich sowohl für Schild und Schwert als auch für... Doppelschwert ein bisschen Jagdgeschick brauche, warum auch immer, keine Ahnung. Und da wir ja schon ein bisschen Stärke haben und jetzt auch ein paar Punkte noch übrig haben, könnten wir eigentlich mal dort ansetzen. Und das werden wir dann wahrscheinlich auch bei Diego machen können, sobald wir die ganze Jagdgeschichte abgearbeitet haben. Aber erstmal kurz noch hier in der Stadt umsehen, dann kann das losgehen und jetzt haben wir schöne 64.000 Gold, das klingt doch gut. So, aber erstmal du noch nicht, Nafalem. Wir wollen erstmal den Rest hier abklappern. Nämlich erstmal José. Willkommen, Reisender. Willkommen. Magst du etwas von dem Glück hier lassen, das du mit dir trägst? Ich bin José, der Sklavenhändler. Wenn du an Geschäften interessiert bist, ich hätte da was für dich. Alter, hast du eine beschissene Stimme. Aber ich glaube nicht bloß, dass ich mein Glück hier lassen soll, seiner Meinung nach, sondern bestimmt auch mein Gold, so wie ich die Assassinen kenne. Was kannst du mir anbieten? Die Nomaden überfallen uns immer wieder. Es sind mehrere Sippen, die hier in der Gegend ihr Unwesen treiben. Für jeden Sippenanführer, den du tötest, zahle ich dir ein gutes Kopfgeld. Wer sind die Sippenanführer? Malir und Taklar sind die Anführer von diesen Räuberbanden. Sie lauern Reisenden in den Ruinen auf. Und sie waren es auch, die Tufail überfallen und unseren Tribut gestohlen haben. Von Nazaru und seiner Sippe hat sich schon lange keiner mehr blicken lassen. So ist das mit den Nomaden. Man weiß nie, wo die Mistkerle stecken. Ja, verdammte Drecksmaden. Und da haben wir gleich drei Quests gekriegt, nämlich Kopfgeldjagden für Takla, Malir und Azaru. Dazu sei zu sagen, Malir und Takla sind tatsächlich Räuber. Das sind abtrünnige Nomaden, die einfach nur anderen auflauern und sie hier überfallen. Die sind wirklich... nix wert im Prinzip, aber der gute Azaru, der ist ein ehrenhafter Nomade und den werden wir nicht umbringen, das werde ich euch jetzt schon sagen. Hey, willkommen in Braga. Ich bin Luca. Hast du was zu verkaufen? Ich bin untröstlich, doch kann ich dir keine Rüstungen anbieten. Alle Jäger, die für mich gearbeitet haben, sind tot. Sie gerieten in einen Hinterhalt der Nomaden. Vielleicht versuchst du es in der nächsten Stadt. Irgendwie hat er mich gerade extrem an den gestiefelten Kater erinnert, von der Stimme her, vom Akzent her, ich weiß es nicht. Was ist die nächste Stadt? Im Osten liegt Benerai. Das Minendorf ist fest in Sanchos Hand. Dort gibt es immer was zu tun. Und wenn du ausdauernd genug bist, kannst du auch versuchen, dich nach Morasul durchzuschlagen. Die große Sklavenburg liegt von hier aus im Süden. Aber der Weg ist nicht ungefährlich. O Morasul, Perle der Wüste, dich werden wir als letztes betrachten. Wir werden dann tatsächlich ins Minendorf Benerai aufbrechen. Und der Begriff Minendorf... Mach hier keinen Ärger. Ja, ja, der trifft es auch ganz gut. Ich bin mir sicher, du hast noch zu tun. Wir gucken uns erstmal hier in der Hütte um. Ach, schöner Thron. Erstmal wieder sitzen, ne? Was sich so gehört eben. Alles klar. Und lesen bildet auch. Aber die Zeit der großen Wesen war vorbei. Denn so war Adanos Wille.
Aber Adanos ließ die Flut kommen und das Wesen wurde fortgespült von der Erde. Von den Anfängen der Welt. Altes Wissen plus 3, hier sind wir schon bei 36 mittlerweile. Und das mag ich so an den Häusern in Varant. Das sieht irgendwie immer so schön nach Krämerladen aus, ich weiß auch nicht. Also hier so mit diesen kleinen Schälchen, wo dann so Äpfel und Birnen drin sind. Kann man die eigentlich nehmen? Nein. Und dann hier so die schönen Gewürzsäcke, das gefällt mir alles. Das sieht so schön aus. Das ist dann vor allem in Mor'Azul, gefällt mir das besonders gut. Gut, Diego, zu dir kommen wir gleich. Verschwinde! Na, 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 na. Ich frag mich, ob die Leute wirklich so reden, die das eingesprochen haben, oder ob die sich besonders hässlich gemacht haben als Synchronsprecher hier dafür. So, schlafen wir jetzt nicht. Die Betten sind auch in der Nacht, glaube ich, alle besetzt hier. Ah, ist das nicht schön. Erstmal eine Runde Wasserpfeife. Ja, zitter dich mal. Hallo? Zitter dich durch. So. Erstmal schön ein Blubbern. Das Ganze hat natürlich keinen Zweck, so wirklich. Ich finde es auch interessant, dass das nach oben so unglaublich rausqualmt. Also ich weiß nicht, ob der da reinpustet oder was. Normalerweise zieht man ja dran und die Luft geht von oben nach unten durch. Aber sollen sie ruhig machen. Sieht auch aus, als ob der es einfach verbrennen würde, das Kraut obendrauf. Ja, hat keinen praktischen Nutzen, aber ist so schön für die Stimmung. Kann man ja mal zwischendurch machen. Alles in allem finde ich diese Häuser irgendwie einfach schön gestaltet. Also mir gefällt die... Hallo, kleiner Säbelzahntiger-Freund. Oh, ich darf hier gar nicht sein. Ach, Mann, lass mich doch in Ruhe. Ich habe dir nichts getan. Kümmere dich um ihn, Diego. Mach ihn fertig. Alter, legt er sich jetzt echt mit dem an? Spitze! Komm, Diego, du schaffst es! Krieg ich den Pfeil? Ja, danke. Mach ihn alle! Machst du ihn auch alle? Ja, das sieht gut aus. Oh, das war natürlich schlau von mir. Ich gehe mich mal zur Erholung hinlegen. So, erstmal bis zum nächsten Morgen schlafen. Und tatsächlich kämpfen sie immer noch. Ich glaube, ich sollte noch mal laden. Was ist denn das hier? Ach, die gehen auf mich los. Das ist ja auch interessant. Okay, Freunde, ich lade noch mal fix. Und spiele noch mal bis zu der Stelle nach. Und dann bin ich gleich wieder da. Bis gleich.